Dann begrüße ich Sie mal alle, wie immer, so ein paar Sekunden zu spät, zur mittlerweile vorletzten Vortragsübung in der Statistik für Humanwissenschaften. Wobei de facto ist es eigentlich letzte Vortragsübung, weil ich werde nächste Woche keine echten Vortragsübungen machen, sondern was ich eine plane für nächste Woche, ist eine Probeklausur. Das heißt, wir werden das einfach mal ausprobieren, wie funktioniert das mit, also die Klausur ist ja online, wir machen diese Open-Book-Klausur, wo Sie selber aus dem Moodle-Kurs die Klausur runterladen und dann hinterher was hochladen und das könnten wir einmal vorher ausprobieren. Jetzt haben wir nächsten Donnerstag natürlich nicht anderthalb Stunden zur Verfügung, was ja die Klausurdauer ist, sondern nur 45 Minuten, aber ich mache Ihnen trotzdem eine ganze Klausur für anderthalb Stunden, aber statt 3 von 4 Aufgaben müssen Sie nur eine von 4 Aufgaben bearbeiten und bekommen dafür nur 45 Minuten. Die Klausur zählt, Sie können es hinterher hochladen. Ich werde gucken, dass ich jemanden habe, der Ihre eine Aufgabe korrigiert. Das heißt, Sie bekommen auch ein Feedback. Aber der primäre Zweck ist, Sie probieren einmal dieses Hochladen aus, ne? Ob, also beziehungsweise Runterladen und Hochladen der Prüfung, ob das auch wirklich klappt, ne? Sie müssen dann am Schluss Ihre Prüfung irgendwie einscannen. Das können Sie zum Beispiel mit einem Smartphone abfotografieren, aber dann bräuchten Sie am besten noch irgendeine App, die aus Ihren ganzen Files dann einen File macht und es aneinander hängt. Also solche Apps gibt es. Das wäre vielleicht ein Trick, dass Sie nicht viele Files hochladen müssen, sondern dass Sie aus den einzelnen Seiten, die Sie abfotografiert haben, eine Seite machen. Also an solche Sachen könnten Sie mal ausprobieren nächsten Donnerstag. Aber ich sage dazu noch was Dienstag in der Vorlesung. Da habe ich dann die Planung wahrscheinlich auch soweit durch. Okay. Oder hat jemand direkt dazu eine Frage? Ja, Frau Hähnel? Also das ist dann auch in der richtigen Klausur so, dass wir 4 Aufgaben bekommen und davon 3 zur Bewertung abgeben. Es ist so, dass Sie 4 Aufgaben bekommen und Sie können auch alle 4 bearbeiten, aber wenn Sie aber nur die besten 3 werden gewertet. Ah, okay. Aber ich meine, Sie müssen nicht, Sie können auch nur 3 bearbeiten. Sie können natürlich auch nur eine abgeben, aber dann wird auch nur eine bewertet. Ne? Dann ist ein bisschen, also mit einer ist es nicht so ganz leicht, weil mit einer können Sie es eigentlich sparen, weil die Bestehensquote, also bei mir ist es immer so, ich passe meinen Notenspiegel nicht dem Resultat der Klausur an. Das machen viele Kollegen, das mache ich nicht. Mein Notenspiegel ist vor Beginn der Klausur fest. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, mit 40% der Punkte haben Sie bestanden. Das heißt, Sie brauchen 12 Punkte zum Bestehen. Und wenn Sie jede Aufgabe hat 10 Punkte, das heißt, wenn Sie nur eine bearbeiten, müssen wir eigentlich gar nicht korrigieren, weil Sie können nicht auf 12 kommen. Okay, alles klar. Dankeschön. Ja, also es gibt ja sonst immer so eine Sache, dass die Leute ganz gern den Notenspiegel nachträglich anpassen, aber das läuft ja dann letzten Endes daraus hinaus, dass, also wenn alle natürlich besonders schlecht sind, dann wird er nach so verschoben, dass weniger Punkte auch noch eine einigermaßen gute Note bekommen. Aber wenn alle besonders gut sind, dann wird er eben nach oben verschoben, ne? Sodass sie mit vielen Punkten auch nicht mehr so eine ganz tolle Note bekommen. Also das ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache. Also mir macht es nichts aus, Sie können eigentlich alle eine 1-0 schreiben. Ich ändere meinen Notenspiegel nicht ab. Aber ich sage es Ihnen auch, Sie können auch alle eine 5-0 schreiben. Ich ändere meinen Notenspiegel auch nicht ab. Kam aber noch nie vor. Also ich bin eher der Knabe mit alle 1-0 statt alle 5-0. Aber ich sage es Ihnen schon mal vorher, der Notenspiegel ist fest. Und es gibt eine absolute Leistung. Okay. Noch eine Frage? Ich sehe keine. Dann fange ich mal an mit, was ich heute noch mache. Ich mache heute noch eine Ergänzung. Wir gucken uns den zweiten, also wir hatten ja in der Vorlesung am Dienstag den einseitigen T-Test für 2 Stichproben und wir gucken uns jetzt naheliegenderweise noch den zweiseitigen T-Test für 2 Stichproben an. Drittens, der zweiseitige T-Test für 2 Stichproben. Und wir machen direkt ein Beispiel. Und ich mache mal wieder ein Beispiel aus den Sportwissenschaften. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand dabei ist, der Sportwissenschaften studiert oder ob die alle erst nächstes Jahr kommen. Aber trotzdem, ich habe schon mal eins. Und zwar ein ungewohntes Beispiel aus den Sportwissenschaften. Nämlich, haben Action-Videospiele Auswirkungen auf die Hand-Augen-Koordination? Und also es geht um dann E-Sport, ne? Oder so. Das würden Sie nicht unter Sportwissenschaften verstehen, macht aber de facto
solche, diesen E-Sport untersucht jemand in Darmstadt auch von den Professoren in den Sportwissenschaften. Also haben Action-Videospiele und passt natürlich auch zur Psychologie. Auswirkungen? Auf die Hand-Augen-Koordination. Also verbessert es Ihre Hand-Augen-Koordination oder vielleicht auch verschlechtert es. Also. Und ich gebe noch ein bisschen mehr dazu vor, nämlich wir machen direkt eine Studie. Wir machen eine Studie mit einer Studiengruppe von Leuten, die haben in der Vergangenheit häufig Action-Videospiele gespielt. Und die Kontrollgruppe nehmen wir einfach Leute, die spielten in der Vergangenheit keine Action-Videospiele. Also Studie. Mit Studiengruppe kurz sich ab mit SG. Spielte in der Vergangenheit häufig Action-Videospiele. Und die Kontrollgruppe machte es eben nicht. Spielte in der Vergangenheit keine Action-Videospiele. Und dann wollen Sie was aussagen über die Hand-Augen-Koordination und da lassen Sie eben dann die Studiengruppe und die Kontrollgruppe eine Hand-Augen-Koordinationsaufgabe am Computer absolvieren und Sie messen die Fehleranzahl. Also SG und KG, Studien- und Kontrollgruppe, absolvieren Hand-Augen-Koordinationsaufgabe. Koordinationsaufgabe. Am Computer. Und die Fehleranzahlen werden gemessen. Und das könnte soweit eine Klausuraufgabe sein. Das wäre der Anfang der Klausuraufgabe. Das hätte ich Ihnen vorgegeben als Text. Und dann käme zum Beispiel, formulieren Sie mal die Hypothesen, die Sie testen wollen. Hat jemand von Ihnen einen Vorschlag? Was ist denn H0, was ist H1? Ja, bitte, Frau Nikolakopoul. Ja, ich würde sagen, H0 wäre... Die Videospiele haben keine Auswirkungen auf die Hand-Augen-Koordination. Mhm. Und H1 ist ja die Hypothese, die wir testen wollen, also dieses statistisch zu überprüfende. Mhm. Und die würde dann lauten, Action-Videospiele haben Auswirkungen auf die Hand-Augen-Koordination. Ja, könnte man genauso richtig, wäre die volle Punktzahl. Können Sie es irgendwie mit den Fehleranzahlen formulieren noch? Wir messen ja so Fehleranzahlen oder vielleicht jemand anders? Vorschlag? Können Sie diese Hypothesen auch mit den Fehleranzahlen formulieren? Sie haben ja Fehleranzahlen in Studiengruppe und Kontrollgruppe. Hat jemand eine Idee? Frau Schüssler, bitte. Dann wäre ja bei H0 müssten die Fehler ja bei Studiengruppe und Kontrollgruppe gleich groß sein und bei H1 eben nicht gleich groß. Genau, H0 gleich groß und H1 verschieden. Und ich schreibe noch im Mittel dazu. Also H0
Fehleranzahlen in SG und KG im Mittel gleich. Unter 1 eben das Gegenteil. Fehleranzahlen SG und KD im Mittel. Verschieden. Und hätte ich hier jetzt eigentlich auch eine einseitige Test machen können, hätte ich auch sagen können, also Fehleranzahlen in der Studiengruppe sind niedriger als die Fehleranzahlen in der Kontrollgruppe als H0 oder als H1. Fehleranzahlen in der Studiengruppe sind größer als die Fehleranzahlen in der Kontrollgruppe. Was sagen Sie dazu? Hätte ich das auch machen können oder könnte ich das auch machen? Herr Konrad? Also ich würde sagen, das ginge auch. Dann hat man halt nur den Effekt kontrolliert, falls sie sich tatsächlich, also falls die, die regelmäßig Computerspiele spielen, besser sind. Genau. Also und in die andere Richtung hätte man genau. Es dann eben überhaupt nicht kontrolliert. Das ist genau richtig. Also dann hätte ich eben schon eine Vermutung. Und die Vermutung wäre eigentlich, dass ich eigentlich zeigen möchte, dass die Action-Videospiele die Hand-Augen-Koordination verbessern, was man natürlich naheliegenderweise bei der Sache fragen würde. Aber wenn Sie nochmal an meine Frage oben denken, wenn ich frage, haben Action-Videospiele Auswirkungen auf die Hand-Augen-Koordination, dann kann ich dann diesen einseitigen Test machen oder muss ich einen zweiseitigen Test machen? Herr Konrad? Also in der Frage ist ja noch keine Implikation und deswegen könnte es ja genauso gut sein, dass es in die eine wie die andere Richtung geht. Deswegen muss man wahrscheinlich in dem Fall dann den zweiseitigen Test machen. Genau, also die Frage, wie ich das Beispiel drüber geschrieben habe, müssen Sie jetzt hier eigentlich einen zweiseitigen Test machen. Der einseitige wäre sinnvoll, wäre hier eigentlich auch sinnvoller, weil man per se vermuten würde, das bringt was. Ne? Also würde man eigentlich tendenziell mehr einen einseitigen machen, aber dann darf ich eben nicht die Frage so vorgeben. Okay, sehr gut. Ja, jetzt, das wäre der erste Teil einer Aufgabe. Jetzt ist der zweite Teil in so einer Aufgabe, wäre, dass Sie fragen würde, wie modellieren Sie das mathematisch? Ne? Also jetzt haben wir ja gesagt, okay, also Sie erheben eigentlich, also beziehungsweise jetzt könnte man sagen, wie erheben Sie die Daten? Ja, ist klar, Sie lassen eben die Studien- und Kontrollgruppe, diese steht ja schon oben, diese Hand-Augen-Koordinationsaufgabe am Computer lösen und Sie erheben die Fehleranzahlen. Ne? Und in Studiengruppe haben Sie dann X1 bis Xn und Kontrollgruppe haben Sie Y1 bis Ym. N ist die Stichprobengröße in der Studiengruppe, M die Stichprobengröße in der Kontrollgruppe. Und dann wäre die nächste Frage, wie modellieren wir unsere Daten? Ich überspringe das davor, wir machen direkt die mathematische Modellierung. Hat jemand da von Ihnen einen Vorschlag? Was machen Sie hier als mathematische Modellierung? Und ich fange schon mal an, also die Fehleranzahlen. Wir haben ja Fehleranzahlen x1 bis xn in Studiengruppe. Und dann haben wir noch y1 bis ym in Kontrollgruppe. Und wie modelliere ich die jetzt mathematisch? Was ist mein mathematisches Modell? Kann es jemand von Ihnen sagen? Ja, ich muss die jetzt irgendwie deuten als beobachteten Daten in einem stochastischen Modell. Also ein Modell in der Mathematik des Zufalls. Wie machen Sie das? Und da stecken wir jetzt eigentlich Annahmen ein. Ne? Annahmen an die Realität. Ne? Nämlich unsere Realität ist eigentlich, wird dargestellt durch ein mathematisches Modell. Frau Stein, bitte. Also wenn wir jetzt die Annahme hätten, dass die Leute, die Videospiele gespielt haben, vielleicht eine niedrigere Fehleranzahl haben, dann könnten wir die höheren Fehleranzahlen von den niedrigeren summieren, also Minus nehmen und dann quasi beispielsweise KG minus SG rechnen. Also Sie wollen so XI minus YJ rechnen und dann?
Aber das ist ja noch kein mathematisches Modell, ne? Und dann müssten wir halt entscheiden, was das bedeutet, wenn wir jetzt eine negative oder eine positive Zahl quasi daraus kriegen, was das dann quasi für unseren Test bedeutet. Ja gut, beim Test bin ich noch gar nicht, ne? Also ich will sagen, wie modelliere ich es mathematisch? Erinnern sich, oder vielleicht mal jemand anders, kann sich jemand an die Vorlesung erinnern? Wie habe ich es denn da immer gemacht? Das läuft ja eigentlich immer gleich ab. Und das ist eigentlich die zentrale Annahme. Und dann spende ich den, dann fasse ich, dann formuliere ich die Hypothesen in meinem Modell und dann suche ich einen Test dazu. Herr Dilber? Kann ich erst mal hören? Okay, ja, gut. Ich glaube, es funktioniert. Wäre es dann sowas wie, dass das arithmetische Mittel von, also x wäre ja unsere H1-Hypothese, glaube ich. Also die unsere SG. Und x sind in unserer Studiengruppe, ne? Ja, genau. Und dann wäre ja, denke ich mal, jetzt erstmal so eine simple Definierung, dass das arithmetische Mittel von x unter dem von KG wäre, also kleiner. Ja, aber das wäre natürlich auch ein mathematisches Modell, aber da hätten Sie ja noch keinen Zufall drin, oder? Herr Konrad, haben Sie einen Vorschlag? Ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollen, vielleicht als mathematisches Modell erstmal das x1 bis xn und y1 bis ym normal verteilt sind. Genau, wobei x1 bis xn und y1 bis yn können nicht normal verteilt sein, weil das ja beobachtete Werte sind, ne? Sondern der Trick ist, ich sage es vielleicht jetzt selber, ne? Also wir fassen auf, wir nehmen an, dass das Ganze Realisierungen von Zufallsvariablen sind. Und diese Zufallsvariablen sind normal verteilt. Diese Zufallsvariablen sind unabhängig. Und diese Zufallsvariablen haben gewissen Erwartungswerten Varianz. Und daran machen wir Annahmen. Und das ist unser mathematisches Modell, was wir auffassen. Also unsere Fehleranzahlen x1 bis xn und y1 bis yn sind Realisierungen von unabhängigen Zufallsvariablen. Ja, ich mache das vielleicht mal rot, damit Sie sehen, da fängt schon irgendwas an. Ne? Da fängt nämlich an, das unabhängig steckt drin. Und auch noch Zufallsvariablen. Und da ist eine Menge Annahmen drin. Und die Zufallsvariablen bezeichne ich mit groß x1 bis groß xn, groß y1 bis groß yn. Und die haben jetzt noch eine gewisse Verteilung. Ich mache eine Verteilungsannahme. Das schreibe ich vielleicht auch nochmal rot. Also x1 bis xn sind normal verteilt. Und zwar mit einem gewissen Erwartungswert, den nenne ich mal μx. Und einer gewissen Varianz, die nenne ich sigma x². Und analog mache ich die Annahme, dass y1 bis yn normal verteilt sind. Aber eben mit einem anderen Erwartungswert. μy, anderer Varianz, sigma y² verteilt. Und dann kommt gleich nochmal eine Annahme rein, nämlich ich mache mir das Leben leichter, indem ich annehme, dass es die Varianz von x, von dem xi gleich der Varianz von y, von dem yj ist. Also ich nehme auch noch an, dass das Sigma x² gleich dem Sigma y² ist. Ach so, und das wollte ich noch irgendwie Sigma-Quadrat nennen. Da brauche ich mal Radiergummi. Fehler gemacht. Das Ganze wollte ich gleich Sigma-Quadrat nennen. Wobei eben mein μx und μy sind aus R unbekannt und mein Sigma ist größer 0 ist auch unbekannt. μx. Y, Element R und Sigma größer 0, das ist alles unbekannt. Also Sie sehen, ich nehme erstens an, das wird irgendwo so ein mathematisches Modell des Zufalls erzeugt, dass die Daten eben gemäß diesen Gesetzen von dem Wahrscheinlichkeitsraum erzeugt werden. Wir gehen davon
an, dass die Daten alle unabhängig sind, ne? Und die XI alle nach dem gleichen Prinzip, die YI alle nach dem gleichen, nach dem anderen Prinzip. Das Prinzip sei jeweils eine Normalverteilung. Und die eine Normalverteilung hat einen Erwartungswert μ x und eine Varianz sigma x Quadrat, die andere einen Erwartungswert μ y, eine Varianz sigma y Quadrat. Und wir gehen davon aus, dass die beiden Varianzen gleich sind. Das sind unsere Annahmen. Okay, Herr Dilber, Sie haben eine Frage? Ja, also ist die mathematische Modellierung quasi eine Anzahl an Vorannahmen, die wir tätigen müssen und auch, ich sage jetzt mal, Erklärungen, damit wir dann unser Testverfahren anwenden können? Genau, also das sind Annahmen. Wir stecken hier erstmal Annahmen rein und ohne solche Annahmen können wir überhaupt nichts zurückschließen. Ah, okay, alles klar. Wir sind jetzt im mathematischen Modell und dann beantworten wir die Frage im mathematischen Modell. Ne? Und dann kann man sich am Schluss nochmal überlegen, ja, sind die Annahmen jetzt überhaupt realistisch gewesen? Ja, weil wir übertragen ja dann unsere Antwort auf die Realität. Aber dann können Sie sich noch überlegen, ja, waren Ihre Annahmen realistisch, weil sonst war das ja irgendwie alles Quatsch, was Sie gemacht haben. Ne? Okay, jetzt überlegen wir uns, was zu testen ist. Und wir wollen jetzt unsere, also das wäre dann die nächste Frage in so einer Klausuraufgabe. Formulieren Sie jetzt mal die Hypothesen im mathematischen Modell. Was sind denn Ihre Hypothesen im mathematischen Modell? Okay, hier kommt schon eine Frage im Chat. Müssen wir dann auch den F-Test machen? Ja, das kommt eventuell später. Ne? Also den F-Test könnte ich dann machen, wenn ich wissen will, ob die Annahme an die Varianz realistisch ist. Ne? Aber das sind wir noch nicht. Wir haben noch gar keinen Test gemacht. Frau Hähne, können Sie sagen, was die Hypothesen sind? Ja, H0 wäre μx gleich μy und H1 wäre μx ungleich μy. Genau. Genau, richtig. Also H0 wäre, die beiden Erwartungswerte sind gleich. Und H1 wäre, die beiden Erwartungswerte sind ungleich. Ich würde auch μ schreiben. Ich habe es gleich. Frau Markgraf, Sie haben eine Frage? Ja, könnte man an dem Test an der Stelle vielleicht auch einfach schreiben, x' ist gleich y'? Können Sie schreiben, dass x die xi gleich yi ist oder sowas oder x' oder das können Sie an der Stelle nicht schreiben, weil das sind ja Zufallsvariablen. Die Zufallsvariablen müssen nicht gleich sein. Ne? Okay. Nur Aussagen über ihre Verteilung oder sowas. Ne? Also Sie könnten natürlich schreiben, px1 ist gleich py1. Oder px1 gleich py1, was an der Stelle das Gleiche bedeuten würde, wie der Erwartungswert ist, die Erwartungswerte sind gleich oder ungleich, weil sie ja die Verteilung durch die Erwartungswerte festgelegt wird. Oder sowas. Okay. Aber alles klar. Oben habe ich Fehleranzahlen im Mittel gleich oder ungleich und hier, die Fehleranzahlen im Mittel sind ja jetzt genau μx und μy. Okay. Jetzt brauchen wir irgendwie einen Test. Oder so. Und ist es eigentlich, ja, so ein Test fängt immer so mit so einer Prüfgröße an. Und ist eigentlich im Prinzip klar, was wir hier als Prüfgröße nehmen. Wir gucken uns mal die arithmetischen Mittel der xi minus den arithmetischen Mittel der y und j an. Also arithmetische Mittel der xi minus arithmetische Mittel der y und betragsmäßig große Werte. Also das ist dann ein Schätzer für μx und μy. Die Differenz der beiden Schätzer und betragsmäßig große Schätzer sprechen für eine Ablehnung. Und dann multiplizieren Sie noch irgend so einen Faktor rein, dass Sie die Verteilung eigentlich kennen. Und den Faktor multiplizieren Sie so ran, dass Sie eigentlich durch die Wurzel aus der Varianz teilen, so ungefähr, wobei die Varianz noch von Sigma Quadrat abhängt, was Sie nicht kennen. Also erschätzen Sie die Varianz durch die empirische Varianz. Das führt dann auf die Prüfgröße, wobei das nicht genau stimmt an dem Fall, weil die Prüfgröße ist eigentlich der Betrag davon, wenn man das als Prüfgröße im Sinne der Statistik auffassen würde. Aber ich mache es trotzdem mal ohne. Die von x1 bis xn. Deswegen ist es Prüfgröße in Anführungszeichen. Also Sie haben das arithmetische Mittel der xi minus im arithmetischen Mittel der y und Sie brauchen noch einen Vorfaktor. Ne? Also ich brauche hier einen großen Vorfaktor. Den überlegen wir uns gleich noch. Dann hier haben Sie ein 1 durch n i gleich 1 bis n xi minus 1 durch m wird gleich 1 bis m y j. Und mein Vorfaktor ist die Wurzel aus der Varianz von dem ganzen Ding. Und
das hatte ich in der Vorlesung erklärt. Also die Varianz können Sie einfach ausrechnen. Wegen Unabhängigkeit ist die Varianz von den beiden Differenzen einfach die Varianz, die Summe der beiden Einzelvarianzen. Und die Einzelvarianzen sind wieder wegen Unabhängigkeiten Rechenregeln für die Varianz. Die Einzelvarianz der x, also Sigma Quadrat durch n und Sigma Quadrat durch m in dem Fall. Das heißt, wenn ich die Wurzel ziehe, müsste ich so eine Wurzel aus dem 1 durch m plus 1 durch m ziehen. Das kommt hierher. Und dann brauche ich noch die Varianz, die habe ich aber nicht. Deswegen mache ich eine Wurzel aus 1 durch s Quadrat. Und das s Quadrat ist die Schätzung für die Varianz. Und bei dem 2-Stichproben-Problem haben Sie ja eine gepoolte Stichprobenvarianz gemacht. Das heißt, müssen Sie sich an der Stelle auch nehmen. Dann nehmen Sie n minus 1 mal die Varianz von x, das x Quadrat plus m minus 1 mal die Varianz von das y Quadrat und teilen es durch n plus m minus 2. Und das x Quadrat ist eben die Varianz von die empirische Varianz von x, von den xi, also Summe 1 durch n, gleich 1 bis n, xi minus das Mittel der xj zum Quadrat und das y Quadrat ist genauso definiert, nur mit yi statt x. Und dann haben Sie eben, der Trick ist jetzt zu sehen, betragsmäßig größere Werte sprechen für H1. Also betragsmäßig große Werte. Betragsmäßig große Werte von T, x1. Ich kürze vielleicht ab und schreibe t von x1 bis ym sprechen für h1. Und jetzt ist die Frage, also dann ist der Test eigentlich klar. Ihr Test lehnt eben h0 ab, wenn der Betrag von t von x1 bis xn, y1 bis yn betragsmäßigen Schwellenwert überschreitet. Und Sie wollen jetzt wissen, was der Schwellenwert ist. Und der Schwellenwert wählen Sie so, also zur Festlegung des Schwellenwertes nutzen Sie eben aus, dass Sie die Verteilung von t eigentlich kennen, wenn h0 gilt. Und die Verteilung von t, das hatten wir auch in der Vorlesung, das ist dann eine t-Verteilung mit n plus m minus 2 Freiheitsgraden. Also gilt h0 oder wir wissen, gilt H0, so ist T von X1 bis YM T verteilt mit N plus M minus 2 Freiheitsgraden. Und damit können wir sagen, damit haben wir unseren Test. Lehne H0 ab. Falls der Betrag von T von x1 bis xn größer ist. Und jetzt müssen Sie ein geeignetes Fraktil von der n plus m minus 2 Verteilung nehmen. Und jetzt die Frage, was ist hier das Niveau von dem Fraktil? Was schreibe ich hier hin beim Test zum Niveau Alpha? Kann mir das jemand von Ihnen sagen? Herr Konrad? Ich gehe davon aus, dass es wieder Alpha halbe sein wird, weil wir ja in beide Richtungen testen. Es muss Alpha halbe sein, weil Sie mit beiden Richtungen testen. Das heißt, Sie müssen hier was wählen, so dass eigentlich, also die Dichte von der T-Verteilung ist symmetrisch. Deswegen wählen Sie das so, dass der Wert, oder beziehungsweise Sie wählen eine feste Zahl und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahl überschritten wird, die ist Alpha halbe und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl unterschritten oder minus die Zahl unterschritten wird, ist auch Alpha halbe. Die beiden Sachen wählen Sie und diese Zahl, die Sie dann brauchen, ist eben die Stelle, wo die Verteilungsfunktion gerade
von der T-Verteilung mit n plus m minus 2 Freiheitsgraden den Wert 1 minus Alpha halbe hat. Das heißt, Sie brauchen das Alpha halbe Fraktiv. Ist das klar soweit? Oder haben Sie Fragen? Also das ist jetzt unser zweiseitiger T-Test für zwei Stichproben. Analog zum einseitigen T-Test für eine Stichprobe nur, dass wir halt den Betrag von der Prüfgröße jetzt nehmen und dann ein Alpha-Halde-Fraktil hinschreiben statt ein Alpha-Fraktil. Ja, jetzt wenden wir das Ganze mal konkret an, wenn Sie keine Fragen haben. Ich mache Ihnen mal ein Zahlenbeispiel dazu. Also eigentlich müsste ich jetzt einen Test nochmal hinschreiben mit klein xi und klein yi, aber das spare ich mir. Ne? Dann könnten Sie eben das s groß s Quadrat als klein s Quadrat hinschreiben und das s groß x Quadrat als klein s x Quadrat und Sie würden einfach überall kleine xi yi statt große xi yi reinschreiben. Also wir machen ein Zahlenbeispiel. Also jetzt haben Sie soweit Ihren Test festgelegt. Jetzt fangen Sie an, Ihre Daten zu erheben. Und das ist ein hypothetisches Beispiel. Wir gehen mal davon aus, Sie haben eine gleiche Stichprobengröße in beiden. Also wir haben jeweils 16 Teilnehmer in der Studien- und Kontrollgruppe. Sie haben dann ein arithmetisches Mittel von Fehlern in der Studiengruppe von 12 und ein arithmetisches Mittel von Fehlern in der Kontrollgruppe von 18,5. Also Ihre Kontrollgruppe hat deutlich mehr Fehler gemacht bei der Hand-Augen-Koordinationsaufgabe. Ne? Das heißt, wenn Sie das schon gewusst hätten, hätten Sie eher einseitig getestet, aber das wussten Sie ja vorher nicht. Ne? Und Sie dürfen jetzt nicht erst die Daten angucken und dann sagen, jetzt wähle ich den entsprechenden passenden Test aus. Hatte ich Ihnen ja auch mal gesagt. Dann haben Sie eine empirische Varianz, die nenne ich jetzt klein s klein x zum Quadrat. Die ist hier ungefähr gleich 8,03. Und Sie haben eine empirische Varianz von y, gebe ich Ihnen auch vor, die ist ungefähr 7,97. Dann machen wir einen Test zum Niveau Alpha gleich 0,5. Das ist ja das übliche Niveau. Und dann müssen Sie eben nachschlagen, was ist Ihr Fraktil? Oder das müsste Ihnen irgendjemand vorgeben. In der Aufgabe wäre es vielleicht vorgegeben. Was ist Tn plus m minus 2 Alpha? Und zwar Alpha halbe wollen wir hier haben. Das wäre also in dem Fall T 16 plus 16 minus 2 macht T 30. Und dann brauchen Sie ein 0,025. Und das können Sie irgendwo rein nachschlagen. Tja, und ich habe sie gar nicht nachgeschlagen. Doch, ich habe sie doch nachgeschrieben. 2,04. Ja, hier steht es. 2,042. Bei der großen Anzahl von Freiheitsgraden ist es ungefähr das gleiche wie bei der Normalverteilung oder so. Jetzt brauchen Sie die gepoolte Stichprobenvarianz. Also tun wir uns mal kurz berechnen. S Quadrat. Und da müssen Sie sich eben dran erinnern, wie war das? Das war das n minus 1 mal Sx Quadrat. Plus m minus 1 mal Sy zum Quadrat. Durch n plus m minus 2. Und dann setzen Sie einfach ein. Ne? Spare ich mir jetzt. Ne? Sie würden also n minus 1 ist 15. 15 mal diese 8,03 plus m minus 1 ist wieder 15 mal die 7,97 durch 30. Das heißt, da kommt irgendwas um die 8 raus. Ne? Und wenn Sie es ausrechnen, ich kam hier auf, lassen Sie mich gucken, ungefähr 8, ja. Ungefähr 8. Dann gucken Sie Ihre Prüfgröße an. Prüfgröße ist 1 hätten wir unser t von x1 bis ym. Und dann gucken Sie eben nochmal nach, was das war. Das war 1 durch
nutzlos 1 durch n plus 1 durch m mal nutzlos s Quadrat mal x quer minus y quer. Dann setzen Sie einfach mal ein. Ich mache es vielleicht noch. Also 1 durch Wurzel aus 1 Sechzehntel plus 1 Sechzehntel mal Wurzel aus 8. Und x quer minus y quer ist die 18,5 minus die 12. Und dann nehmen Sie einen Taschenrechner, rechnen es aus. Und Sie kämen hier auf minus 2,3. Okay, und wenn Sie soweit sind, was machen Sie jetzt? Das war das stupide Ausrechnen. Jetzt müsste man langsam Schlussfolgerung machen. Was würden Sie sagen? Was kommt jetzt? Herr Tilber? Ich würde sagen, dass wir jetzt eben unseren Wert, den wir jetzt ausgerechnet haben, mit der mit dem Schwellwert vergleichen. Bei dem Fraktil von oben? Ja, und man kann ja relativ klar sehen, dass es kleiner ist, weil unser ausgerechneter Wert im Minusbereich ist. Mhm. Und es wäre halt eben als Schlussfolgerung, dass H1 nicht statistisch signifikant ist. Das wäre H1 nicht statistisch signifikant. Jetzt muss ich aber nochmal runtergucken. Gucken Sie mal. Das wäre richtig gewesen, falls T wirklich die wahre Prüfgröße wäre. Aber bei mir war ja Betrag von T. Also wir lehnen ja H0 ab, falls der Betrag von T von X1 bis Xm größer als Tn plus M minus 2,5 ist. Das heißt, Sie müssten hier noch einmal den Betrag von dem T rechnen. Ja, nehmen Sie am besten mal jemand anderen dran. Dann ist es größer, ne? Ja, kann gut sein. Okay, Frau Markgraf, wollen Sie es vielleicht schnell sagen? Tatsächlich nicht. Ich hatte nämlich eine Frage. Sie haben eine Frage. Gut, dann fragen Sie mal. Und zwar, wir hatten ja jetzt gerade geschrieben, bei der T-Beschreibung in der ersten Zeile steht x' minus y' und unten stehen die Zahlen aber andersrum da. Ja, dann habe ich mich verschrieben, ne? Das ist ja völlig. Eigentlich wäre es dann 12 minus 18,5. Da haben Sie komplett recht, ne? Sie haben gar keine Frage, sondern Sie weisen mich mal wieder auf den Schriftfehler hin, ne? Aber Sie haben komplett recht, ne? Also ich habe x quer minus y quer geschrieben und dann sollte ich auch x quer minus y quer, Dankeschön, hinschreiben, ne? Das heißt, x quer von oben ist ja 12 und y quer von oben ist ja 18,5. Und dann sehen Sie auch, woher das Negativzeichen herkommt, ne? Deswegen kommt der minus 6,5 durch diesen Bruch. Okay, Herr Konrad, wollen Sie jetzt die Auflösung geben? Ja, genau. Also zum Betrag, das ist ja der gleiche Wert, nur mit positiven Vorzeichen, also 2,3. Und 2,3 ist ja größer als 2,04. Und dementsprechend ist H1 dann signifikant. Genau, genau. Also können wir H0 ablehnen. Also wegen Betrag von T von X1 bis YM. Das wäre in dem Fall 2,3. Das ist ja größer als die 2,042, was ungefähr unser Tn plus m minus 2 Strichpunkt Alpha halbe war. Kann H0 hier zum Niveau Alpha abgelehnt werden. Und was heißt das jetzt? Oder Suat P., haben Sie noch eine Frage? Ja, eine kleine Anmerkung. Bei Wurzel 8 unter dem Bruchstrich muss da nicht noch ein Quadratzeichen hin? Nein, ich habe oben gepoolte Stichproben und Varianz S Quadrat gleich 8 geschrieben. Ne? Also oben ist es S Quadrat. Ach so, jetzt habe ich mal wieder. Hab mich versehen. Ja, genau. War die Notation so. Aber sonst hätten Sie recht. Okay, kann mir das jetzt jemand in die Realität versetzen? Jetzt sind wir ja noch in unserem mathematischen Modell. Aber jetzt müssen wir wieder zurückgehen in die Realität. Frau Model? Ja, also die Leute oder unsere, was war das? Unsere SG haben andere Werte als unsere KG. Und damit
zeigt es ja, dass dadurch, wenn man vorher die, oh mein Gott, ich kann keine Wörter mehr, die Action-Videospiele gespielt hat, die Koordination anders ist. Okay, aber wenn Sie so sagen, das hätte ich doch eigentlich schon vorher haben können, ne? Da hätte ich doch einen ganzen Test gar nicht machen können, weil das X quer ist doch ganz klar von dem Y quer. Und damit habe ich doch andere Werte, ne? Signifikant anders ist? Ja, signifikant. Also es ist schon richtig, was Sie sagen, ne? Also die Aussage wäre, die Action-Videospiele beeinflussen Hand-Auge-Koordinationsfähigkeit. Das wäre unsere Aussage. Aber was dahinter steckt, in unserem Modell war das eben signifikant anders. Also das war die Differenz zwischen den beiden. Also auch in unserem Modell sind es ja zufällige Werte. Das ist ja klar, wenn Sie es wiederholen, selbst wenn Sie den gleichen Mittelwert haben, werden die beiden Werte nicht gleich sein. Ne? Und dann natürlich, wie stark die schwanken, hängt ab von den Varianzen. Ne? Aber ich meine, dieser ganze Test liefert uns jetzt eben eine Sache. Wir können diese Varianzen in Bezug setzen zu der Differenz der Mittelwerte und sagen, ja, das ist unwahrscheinlich, dass da so ein Wert rauskommt. Deswegen glauben wir, dass das eigentlich kein Zufall war. Also, was ich sagen würde, Action-Videospiele beeinflussen Hand-Auge-Koordinationsfähigkeit. Beeinflussen Hand-Auge-Koordinationsfähigkeit. Und das wäre unser Resultat für die Realität. Und das Alte, was hätte rauskommen können, wenn es zum Beispiel nicht 2,30 gewesen wäre, sondern wenn es minus 1,3 nur gewesen wäre, dann wäre rausgekommen, wir wissen nicht, ob Action-Videospiele die Hand-Auge-Koordinationsfähigkeit beeinflussen oder nicht in der Realität. Okay, haben Sie Fragen soweit? Frau Stein? Und warum können wir jetzt nicht sagen, ob sie es, also Sie haben ja nur geschrieben, dass die Videospiele das verbessern, beeinflussen. Warum können wir nicht sagen, dass es verbessert wird? Dann hätte ich den Test von Anfang an anders machen müssen. Ne? Dann hätte ich einen einseitigen Test anwenden können. Und dann hätte man sehen können, was bei dem Test und beim einseitigen Test wäre hier ein anderes Fraktil rausgekommen. Da wäre ja nicht dann hätten wir den Wert nicht mit dem Alpha-halbe Fraktil vergleichen müssen, sondern mit dem Alpha-Fraktil. Ne? Und klar, das Alpha-Fraktil, also die Stelle, wo rechts davon eine Masse Alpha liegt, die ist kleiner gleich der, wo rechts davon eine Masse Alpha halbe liegt. Ne? Das heißt, da wäre natürlich genauso rausgekommen, wir können es ablehnen. Nur wäre das Unsaubere wäre gewesen, dass wir ja auf die Idee kamen, nachdem wir die Daten gesehen haben. Also wir haben uns erst für den Test gelegt, nachdem wir gesehen haben, x quer gleich 12, y quer gleich 18,5. Das dürfen Sie eigentlich nicht machen. Ne? Aber im Prinzip, ich hätte schon ganz oben anfangen können, ganz am Anfang verbessern Action-Videospiele die Hand-Augen-Koordination. Und dann hätte ich von Anfang an anders testen können. Okay, noch eine Frage, Frau Stein? Genau, und zwar zur Klausur. Also jetzt in den Übungen war es ja so, dass uns Varianz und sowas meistens gegeben war und wir manchmal aus der Tabelle das Fraktil, glaube ich, ablesen mussten. Was ist denn jetzt, wenn man in der Klausur beispielsweise nicht darauf kommt, die Varianz auszurechnen? Also in der Schule bekommt man ja dann manchmal so ein Kontrollergebnis, damit man die Aufgabe noch weiterrechnen kann. Ach so, wenn Sie die gepoolte Stichprobenvarianz nicht hinbekommen, ja, haben Sie Pech gehabt, ne? Okay. Also, beziehungsweise Sie rechnen halt mit dem falschen Wert weiter, ne? Okay. Also wenn Sie keine Ahnung von der Aufgabe haben, ne, dann bekommen Sie auch keine Kontrolllösung. Ne? Aber Sie haben schon recht, das ist natürlich fies, weil das alles aufeinander aufbaut. Ne? Aber Sie haben also sogar eine Open-Book-Klausur, wo Sie alle Hilfsmittel zur Verfügung haben. Ne? Bis auf Ihren Großvater vielleicht. Ne? Frau Model? Ich habe auch noch eine Frage zur Klausur. Können wir in der Klausur einfach Abkürzungen benutzen oder müssen wir die an der Seite nochmal ausschreiben und hinschreiben, das WK zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten oder so heißen? Nö, also die Abkürzung von meiner Vorlesung können Sie völlig bewutzen, ne? weil die sind ja aus der Vorlesung bekannt. Ne? Allerdings, was da immer draufsteht, werden Sie auch sehen, Lösungsschritte und Teilergebnisse sind ausreichend zu begründen, eine Angabe des Endergebnisses allein genügt nicht. Aber Abkürzungen, die Sie jetzt in der Vorlesung kennengelernt haben,
können Sie natürlich verwenden. Ja, eine Sache noch, ne, was jetzt für die Klausuraufgabe ging, eigentlich an der Stelle noch ein bisschen weiter. Ne, nämlich, man hat ja die Annahme der gleichen Varianz noch gemacht, ne, im mathematischen Modell. Sigma x Quadrat gleich Sigma y Quadrat gleich Sigma Quadrat. Und jetzt könnten wir eine weitere Aufgabe machen. Überprüfen Sie mit einem geeigneten Test, ob die Annahme der Varianz, der Gleichheit der Varianz gerechtfertigt ist. Ne? Und dann könnten Sie halt noch einen F-Test anwenden. Zusätzlich. Und dann können Sie weiter dann wäre die weitere Frage, wie interpretieren Sie Ihr Resultat dann? Naja, wenn Ihr F-Test auf die Idee kommt, dass H0 nicht abgelehnt wird, dann würden Sie bei der Sache bleiben. Action-Video-Spiele beeinflussen Hand-Auge-Koordinationsfähigkeit. Wenn Ihr F-Test aber auf die Idee kommt, dass es abgelehnt wird, dann könnten Sie wieder sagen, wir können leider nichts sagen. Und im Prinzip könnten Sie den F-Test auch zuerst machen. Oder so. Nur in der Klausur hätte ich es, glaube ich, oder würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich die ersten T-Tests machen lassen würde, dann den F-Test. Okay, damit wäre ich schon soweit am Ende. Haben Sie noch Fragen? Hier sehe ich noch was im Chat. Auf wie viele Nachkommastellen sollen wir in der Klausur runden? Das können Sie sich aussuchen. Ne? Vielleicht mal so 2 oder so, aber es kommt auch oft darauf an, wie viele Vorkommastellen haben Sie. Ne? Wenn es so ein Wert ist mit 0,002, ne, dann würden Sie vielleicht nicht auf 2 Nachkommastellen runden. Aber es kommt auch darauf an, was eigentlich interessant ist. Also, ja. Okay, Frau Sommer, Sie haben noch eine Frage? Genau, ich wollte fragen, also wenn jetzt so ein Hypothesentest drankommt, sollen wir dann immer die Hypothesen formal und inhaltlich aufschreiben und sollen wir auch am Ende nochmal einen Satz aufschreiben, der das eben inhaltlich beschreibt und nicht nur sagen, die H0 wird abgelehnt, sondern auch sagen, was das jetzt in der Praxis bedeutet, wie wir es jetzt hier gemacht haben mit den... Ich darf Ihnen versprechen, ein Hypothesentest kommt dran, das ist das Erste. Okay. Können wir schon mal lassen. Und zweitens, die Fragestellungen werden Sie an der Probeklausur sehen. Die Fragestellungen sind detaillierter oder so. Okay, super, danke. Ich sagen, was es bedeutet oder nachfragen, was es jetzt in der Praxis bedeutet und so weiter. Ja. Frau Knollmann, Sie haben noch eine Frage? Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir den F-Test nur auf Nachfrage machen müssen, also nicht selbstständig einfach? Ja, den F-Test müssten Sie eigentlich sinnvollerweise an der Stelle auch gleich machen. Oder so. Oder müssten von alleine drauf kommen, dass der F-Test kommt. Aber es kann auch sein, ich frage in der Aufgabe explizit nach F-Test. Also ja. Den F-Test immer machen, wenn ein Hypothesentest gefragt ist. Eigentlich, nee, nicht immer machen, aber ich meine, wenn Sie halt einen zweiseitigen T-Test, wenn Sie einen C-Test für 2 Stichproben brauchen, dann müssen Sie eigentlich einen F-Test dazu machen. Ja, genau, das meine ich. Okay, danke schön. Natürlich könnten Sie hier schon Ihre mathematische Modellierung eben, also so wie ich gefragt habe, wäre eben in Ihrer mathematischen Modellierung schon drin, dass die Varianzen gleich sind. Das können Sie natürlich auch schon in der mathematischen Modellierung machen. Das wäre, okay. Also in der Klausur, ich würde, glaube ich, nachfragen, aber es gibt auch Aufgaben, da mache ich das nicht. Das werden Sie, glaube ich, nächste Woche in Übung sehen. Okay, ich glaube, dann sind wir fertig, ne? Wenn Sie nichts mehr haben. Dann kann ich mich verabschieden und wir sehen uns wieder am Dienstag. Und da kann ich Ihnen dann sagen zu der Probeklausur. Okay, tschüss.